Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Lovecraft Untold Stories. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns nun im Kapitel 2 mit dem Professor Dr. Clawstone in der Dschungelexpedition. Der Dschungelgeruch ist unverwechselbar und kraftvoll, stark und sehr deutlich. Es scheint unvorstellbar, dass es jemals eine Zeit gab, in der sie diesen Duft nicht kannten. Der Duft nach frischer Erde und exotischen Blumen lässt sie beinahe vergessen, wie fremd und unwirtlich dieser Ort wirklich ist. Ja, und es sieht bunt aus, einladend. Ja, das sind die Pflanzen, die betäuben. Da muss ich aufpassen. Ich glaube, die können im Kampf ganz schön fies werden. Je nachdem, was wir hier für Kreaturen haben. Achtung, Pflanze. So, und Geheimgänge. Geheimgänge müssen wir ja trotzdem finden. Stimmt. Muss ich hier mal die Wände abklappern. Huh, hier oben stand was. Interessant. Gut. Oh Gott. Wenn jetzt hier alles durch die Bäume verdeckt wird, das ist doch aber fies. Wen haben wir denn hier? Ein Forscher. Tarkchen. Sie hier? Ich hätte nie gedacht, hier auf einen Forscher wie mich selbst zu stoßen. Was führt sie her? Wohl dasselbe, was Männer und Frauen aus aller Welt hierher lockt, nehme ich an, das Streben nach dem Unbekannten. Ich bin hier, um Sehenswürdigkeiten zu sehen. Nein, Erkenntnisse. Es sind immer neue Erkenntnisse, mein Freund. Ich bin ein Forscher. Finstere Dinge. Nein, wir sagen mal das. Erkenntnisse. Typische Antwort von einem Forscher, Professor, Doktor. Ach, schön. Hören Sie, ich möchte keine langen Geschichten oder Lügen auftischen. Wenn Sie schon da sind. Ich weiß, ich sollte das nicht sagen. Es ist auch schrecklich öde. Doch dieser Ort, dies ist wirklich kein Ort, an dem ein normaler Mensch um diese Jahreszeit verweilen wollen würde. Naturkatastrophen, Tiere zur Paarungszeit, schreckliche Krankheiten. Ich rate Ihnen umzukehren. Bitte, solange es hier noch nicht allzu gefährlich aussieht. Denken Sie etwa, das hier könnte schlimmer sein als das, was ich bereits erlebt habe? Was sagen Sie da? Dies ist ein schlimmer Ort. Vertrauen Sie mir, dies ist ein schlimmer Ort. Dies ist kein Ort für Leute wie Sie. Ich will damit niemanden beleidigen. Es gibt keinen Weg zurück. Na schön, da ist wohl nichts zu machen. Aber sagen Sie nicht, dass ich Sie nicht gewarnt hätte. Hier gibt's doch Schokolade im Dschungel. Das ist doch schön. Ah, diese blöden Pflanzen. Die nerven mich jetzt schon. Obwohl wir hier noch keine Kämpfer haben. Ich will nicht den Forscher treffen. So. Ich hoffe, das war nicht dein Zeug, sonst musst du jetzt damit leben, nichts mehr zu haben. Ja, ist ja gut. Ich muss doch Geheimgänge erforschen. Auch diese komischen Geräusche immer, wenn die Pflanzen einbetäuben. Ah, Schlangenmenschen. Ich hab es mir schon gedacht. Und wieder diese Spinneneier. Okay. Gut. Auch das macht Sinn hier im Dschungel. So. Haben wir noch mehr Eier? Bin mal gespannt, ob die zweite Hälfte dieses Kapitels in einem Tempel stattfinden wird. Bist du
du denn für ein Vieh? Na, Geheimgänge, Geheimgänge. Nein, nein, nein. Ich glaube, gerade für andere Charaktere als den Detektiv macht das Auge von Azathoth echt Sinn, das sie aber derweil nicht besitzen. Oh, was haben wir da? Hier haben wir schon wieder Spinnen. Sehr interessantes Gegnerdesign, Leute. Nein! Fuck. Okay. Sieht aus, als würde hier was liegen. Abgebrochene Flasche oder sowas? Wie gehen wir denn? Ich glaube, ich gehe hier mal runter. Oh, 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 oh. Was sind das denn für Attacken? Eieieiei. Die haben die auch eben nicht gemacht. Oh, oh Gott. Gott, hier muss ich echt aufpassen. Kälte, Feuer, Gift. Eieiei. Die Gefahren des Dschungels. Und wir haben schon mal einen Geheimgang. Was ist das? Ah! Nein, 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 nein. Ihr Parasiten, bleibt schön da, wo ihr hergekommen seid. Wir haben aber dafür viel Schokolade bisher. Ich habe keinen Bronzeschlüssel mehr, glaube ich. Nein.
Aha. Gut reagiert. So, Cthulhu, glaube ich, erhöht unsere Empfindung gegen Feuer, ne? Nee, gegen Säure. Aber wir haben die Tentakel des Sternengezüchts. Vergrößert den Schaden. Genau wie das hier. Von Waffen. Und hier steht allgemein vergrößert den Schaden. Aber ich glaube, dass das auch noch die Schussgeschwindigkeit nochmal erhöht. Und das Nachladen noch verbessert. Okay. Bronzeschloss haben wir natürlich nicht. Ich sehe vor allen Dingen das Schloss nicht. Steht hier hinter diesen... Ja, hinter dieser fleischigen Anhäufung. Oh Mann, ich bin gespannt, was uns hier noch im Dschungel erwartet. Ist das derselbe Forscher oder ist das jetzt ein anderer? Tagchen nochmal. Ich dachte, sie hätten gesagt, dieser Ort sei viel zu gefährlich um diese Jahreszeit. Selber Tagchen, das reicht jetzt. Was reicht jetzt? Ich finde Unterhaltungen mit euch Affenhybriden ziemlich langweilig und, um ehrlich zu sein, eine komplette Verschwendung meiner Zeit. Ich will damit niemanden beleidigen. Oh, falscher Entdecker. Wir haben hier einen Bosskampf. So, falscher Entdecker, du kannst mich mal. Erstmal nehme ich was gegen Gift. Dann nehme ich das noch. Dann schauen wir mal, ob er irgendwas Wichtiges dabei hatte. Das hier sieht wichtig aus. Eine Linse. Mysteriöse Linse. Gehört wahrscheinlich zu irgendeinem Gerät. Okay. Ach ja, diese blöden, betäubenden Pflanzen. Zählt das hier alles zu den Mini-Stories? Nein, wir haben noch keine Mini-Story erlebt. Okay. Ach du Scheiße. Uhaha. Was ist das? Das waren alle. Was haben wir hier? Ein Lederbeutel, den schauen wir uns genauer an. Hm, der Beutel ist mit Golddublonen gefüllt, die eine komplexe Prägung aufweisen. Sie verlieren allmählich den Verstand. Oh nein, Gold! Mit komplexer Prägung. Was ist daran denn jetzt so schlimm? Ah, Feuer! Keine Geheimgänge. Eine normale Tür. Wieso finden wir eigentlich Dynamit für den Detektiv? Der Detektiv, mit wem das mitbringen können, ne? Der Detektiv ist ja gar nicht im Dschungel. Ach du Kacke. Ah, okay. Dann haben wir jetzt hier auch noch diese blöden Spinnen. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Oh Gott.
Ich glaube, mit der Rüstung, die wir haben, ja, heilen wir uns trotz der Vergiftung. Okay. Das heißt, die Eier sind im Moment gar nicht so das Schlimme. Ah, trotzdem sind sie nervig. Leuchtende Eier, eine Ansammlung riesiger leuchtender Eier. Genauer untersuchen. Keine Ahnung, was solche Eier gelegt haben könnte. Vielleicht hätten wir sie zerschlagen sollen. Ah! Wo habt ihr denn euer Ei versteckt? Vor allen Dingen, ich versuche, die Spinnen runterzuschlagen, wie wir es als Detektiv gemacht haben. Was ja überhaupt nichts bringt. Kommen die überhaupt mit dem Schutzschild an uns? Die sterben dann direkt, okay. Tack, 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 tack. Das bisschen Gift stecke ich weg. Oh Mann, was für ein Level. Das an, dann machen wir mehr Schaden und schießen schneller. Komm. Kälte Schaden macht der Herr. So. Nein. Nicht die Kisten zerschießen. Okay, von da oben kamen wir, ne? Ich drücke gerade immer die falschen Tasten. Ja, dann gehe ich mal hier unten weiter. Nur ein bisschen den Rand lang zur Mitte arbeiten. Uah. Ein Gummiball, genau untersuchen. Völlig runder, sehr alter Hartgummiball, der noch immer gut hüpft. Erstaunlich. Sie gewinnen an geistiger Gesundheit. Weil wir einen Gummiball finden. Bestimmt so ein Stressball. Verlassen wir hier den Tempel wieder oder gehen wir tiefer hinein? Wir gehen tiefer hinein. Mann, Mann, Mann. Dann auch noch diese engen Räume. Das ist echt fies. Und die Spinnen mal wieder. Oh.
3, oder? Geht weg, ihr Spiders. Ameisen. Nun sieht sich einer diese winzigen Kerlchen an. Immerzu beschäftigt, immerzu unterwegs. Sie krabbeln über etwas, über ein altes Bonbonpapier. Sie wissen nicht, was auf dem Papier steht, wissen nicht, dass dieser Bonbon weit von hier entfernt hergestellt wurde. Eine Ameise kann ihr ganzes Leben verleben, ohne einem Menschen zu begegnen. Und selbst wenn, so hätte sie doch keine Ahnung davon, wie kompliziert unser Leben ist, was uns umtreibt. Sie würde es nicht verstehen, selbst wenn sie es versuchen würde. Ja, was machst du dir auch für Gedanken? Ach. Geht weg. Ach, das sind noch mehr Spinnen. Aber keine Geheimgänge hier. Damit habe ich jetzt gerechnet hier in so einem Tempelgebäude. Gut, dann verlassen wir das hier mal wieder. Schauen wir mal, wo wir jetzt lang gehen. Ja, nach oben und dann links. Wie viel haben wir jetzt schon? 32% der Karte, also ein Drittel. Wir haben den Safe Room gefunden. Den hebe ich mir aber auch jetzt erstmal auf. Keine Geheimgänge. Und dann würde ich sagen, gehe ich hier erstmal wieder runter. Was sind das für Viecher? Was können die? Oh, wie viele sind das? Jetzt sind wir ja auch noch betäubt. Ach, du Heiliger! Geht weg, ihr Affen. Und dann betäuben die uns auch noch. Und machen auch noch viel Schaden. Eieiei. Was haben wir hier gefunden? Eine Ranke. Teil einer Weinranke. Betäuben die uns oder waren das die Pflanzen, durch die ich hier wieder gelatscht bin? Was es auch war, ich ziehe mir wieder meine Heilung an. Während wir hier erforschen und die Wände nach Geheimgängen abklappern. Natürlich, ein Bronzeschlüssel, was auch sonst. So, bevor ich da reingehe, wechsle ich aber wieder. Geht schon zum Endgegner hier. Schädelhaufen. Genauer untersuchen, auch wenn hier gerade Gegner sind. Jeder davon weist im Hinterkopf eine schreckliche Wunde auf. Menschenopfer. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Kreaturen, Götter, Alte, wie auch immer man sie nennt, nicht der Grund für menschliches Leid und unmenschliche Handlungen sind. Es könnte Gründe, vielleicht sogar gewichtige Gründe für all diese Tode gegeben haben. Doch der Tod ist immer der Tod. Ja, und wir werden langsam wahnsinnig. Ah! Thank you.
glaube, wir sollten gleich mal ein bisschen Schokolade essen. Machen wir, wir haben ja so viel. So, der Herzschlag ist schon mal nicht mehr zu hören. Ich will aber die ganzen Schlieren da oben weg haben. Okay. Ach. Das ist aber auch gemein, wie hier die Eier hinter irgendwelchen Gegenständen liegen, dass man sie nicht sieht. Da habe ich gerade wieder irgendwas kaputt geschossen. Goldschlüssel. An einem Goldschlüssel fehlt es uns allerdings nicht, oder? Nein. So, da geht's, wie gesagt, zu einem Endkampf. Cthulhu, du bist im Weg. Und die Knochenhaufen hier auch. Ich will da oben die Kiste öffnen. Wieso können wir das nicht nach links richten? Ah, 3 Goldmünzen. Dafür diese ganze Mühe. Okay. Gehen wir mal weiter nach links. Bevor wir da reingehen, tausche ich wieder mein Equipment. Platte. Eine Keramikplatte aus schwarzen und orangenen Ton, vermutlich an der Sonne getrocknet. In der Mitte ist ein Echsenkopf mit Federschmuck. Dass wir hier keine Geheimgänge finden. Das irritiert mich gerade. Gefährlich. Ja, wir haben wieder Gegner. Ja, da sind wir gestorben. Ach du Heiliger. Okay, okay. Meine Güte. Meine Güte. Wo sind wir gestorben? Hier hinten irgendwo. Und ich habe noch nicht mal gespeichert. Oh Gott, schaut euch mal an, wie viel Platz hier ist zum Endkampf. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Hallo, wieso will er nicht? Ich glaube, ich drücke die falsche Taste, ja. Okay. Leute, das ist echt heftig, gerade weil wir so viele Effekte haben, die auf uns wirken. Das ist, glaube ich, das Gemeine hier an der ganzen Geschichte. Ja, ja, Spinnen kommt. So, weg mit euch. Ah! Zu spät gesehen, dass da Spinnen sind. Okay. Ja,
Geheimgänge, 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 keine Geheimgänge. Gegen Gift. Ah, da ist Feuer versteckt. Da hinten haben wir irgendwas. Wieso laden wir denn so langsam nach? Achso, ich habe ja wieder die Rüstung zur Heilung an. Okay. Ein Topf voller Bohnen. Ist mit Kakaobohnen gefüllt. Etwas bitter, aber nahrhaft. Ja, hallo? Das müsste jetzt deine geistige Gesundheit auf Vordermann bringen. Daraus wird Schokolade gemacht, mein Freund. So. Oh Gott. Bevor wir das aus Versehen kaputt schießen. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Da ist er doch. Ich gehe mal nach unten und mach mal die Verbindung hier dicht. Blutiger Schlüssel. Hatten wir hier auch irgendwo noch eine blutige Truhe? Ich glaube, wir hatten hier nur eine bronzene Truhe, ne? Da geht's wieder zum... Ja, der Raum ist riesig. Der Raum ist riesig. Da will ich auch, wie gesagt, erst als letztes hin. Hier sind mir einfach die Gegner und einfach die Umgebung. Na, das ist mir da nicht sicher genug. Hier geht's hoch. Wo renn ich denn hier rum? Okay. Ja, ihr blöden Spinnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist noch irgendwas, womit ich interagieren kann. Spinnen wieder. Eine Schlange? Tote Schlange. Eine tote Schlange von der Sonne getrocknet. Ihr Hals ist gebrochen.
Kann der Hals einer Schlange brechen? Vielleicht hat jemand sie zertreten. Jemand hat ihr eine Handvoll Kakaobohnen ins Maul gestopft, als wollte sich derjenige, der auf sie getreten ist, sich bei der Schlange oder ihrem Besitzer entschuldigen. Kostet schon wieder geistige Gesundheit. Wollt mich doch verarschen. Naja, wir haben Schokolade. Ich höre doch das Gematsche der Eier hier wieder. Da ist eins versteckt hinterm Knochenhaufen. Geht das hier runter auch zum Gegner? Ich würde mal nicht da lang gehen. Ich sehe die Tentakel zwar nicht, aber da bin ich lieber vorsichtig gerade. Ah! Ein Feuergranat. Gehen wir lieber mal nach oben. Aber wechseln auch wieder auf die Tentakel des Sternengezüchts. Ah, und die Viecher wieder. So. Das sieht auch nicht gesund aus hier. Symbol des Wassers, eine steinerne Säule mit Basreliefs. Eine Säule, die von Gravuren bedeckt ist. Diverse Wassersymbole sind darauf abgebildet. Fische, Aale, Oktopoden, Schalentieren, Mollusken und Wale. Es gibt auch Basreliefs, die wie Menschen oder Riesenfrösche aussehen. Sie alle knien vor einem gigantischen Ungeheuer mit einer Dornenkrone aus Muschelschalen mit sich blähenden Kiemen, windenden Tentakeln und Schuppen, die den Körper wie ein Panzer bedecken. Ja, ja, wir verlieren allmählich wieder den Verstand. Mich wundert gerade, dass uns noch so viele Geheimgänge fehlen. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Sonst muss ich nachher tatsächlich mal zu meiner Truhe. Ich glaube, ein Auge von Azathoth hatten wir noch drin. Oder nee, das habe ich rausgenommen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wie viel haben wir überhaupt? 55%. Es kann natürlich sein, dass wir dann hier in den letzten Räumen überall die Geheimgänge haben. Und natürlich, dass sich noch ein Geheimgang auch im Raum des Bossgegners befindet. Alles möglich. Ja. Das ist mal gut. Noch ein Gegner sein. Okay. So, nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich will wieder meine Kleidung zum Heilen anziehen. Des Konquistadors. Genauer untersuchen. Dieser silberne Helm scheint aus Spanien zu stammen, möglicherweise aus der Zeit der Konquistadoren.
Es ist vermutlich, es vermutlich so einiges wert. Ja. Irgendwo matschen hier aber noch Eier rum. Ohne Gegner, wie entspannend. Dafür mit diesen betäubenden Blumen. Das sieht mir doch nach einem Geheimgang aus. Oder hier geht es in den zweiten Teil. Das sieht doch, ist zu offensichtlich, als dass es ein Geheimgang wäre. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendein Rätsel lösen, um da reinzukommen. Tür zum Tempel des Alten. Hier gibt es zwei Öffnungen. Eine davon ist wie eine runde Scheibe geformt, die andere sieht wie eine Schling. Es sieht aus wie eine Schlingpflanze. Ja, die Ranke und die Linse dürfte das doch sein. So, damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Wollen wir jetzt nicht, denn wir haben ja hier noch nicht alles erforscht. Ich gehe jetzt mal in den Raum hier rechts. Natürlich wieder Gegner. Dann müssen wir hier auch noch durchs Feuer rennen. Ich glaube, es hackt. Halsschmuck mit einem Drachen. Genauer untersuchen. Ein filigranes Schmuckstück mit einem Anhänger in Drachenform. Endlich mal etwas ohne Tintenfische und Froschfische. Komm, geistige Gesundheit steigt? Nein, sie nicht. Lebensenergie sinkt? Ja, tut sie. Ah, da oben ist er. So, weg mit dir. Ziehen wir wieder unsere anderen Klamotten an. Ah, nein! Mann, diese blöden Knochenhaufen. Die sind hier immer im Weg. Das mit den Geheimräumen macht mich langsam stutzig. Das macht mich langsam stutzig. Okay, Leute, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Achso, das ist gar nicht der Safe Room, das ist der Händler. Gut, dann verkaufen wir mal ein paar Sachen bei dir. Vielleicht hast du ja ein Auge von Azathoth bei dir. Leider nicht, aber ein blutigen Schlüssel. Und das ist dieselbe Waffe, die wir schon haben, ne? Plasma Fokus. Ist der stärker? Um den Schaden zu vergrößern. Mit dieser Vorrichtung kann man das Tillinges-Gerät rekonfigurieren und so den Plasmatron in einem einzigen leistungsstarken Strahl konzentrieren. Ich frage mich, ob das mehr wert ist. Ich will aber den anderen deswegen jetzt nicht verkaufen. Aber ich kann mal meine ganzen Minen verkaufen. Und Schätze, ach komm, für Blutungen verkaufe ich auch. Dynamit kann ich eh nichts mit anfangen. Ah, soll ich das verkaufen? Weil wir ja eher das nutzen. Soll ich mir das überhaupt holen? Dann können wir uns keinen blutigen Schlüssel holen. Ja, den können wir uns eh nicht leisten. Sehe ich gerade. Okay, ich hole mir den mal. Und mache jetzt einfach mal den Vergleich. Ich glaube, das könnte besser sein. Ähnlich wie die Tommy Gun beim Detektiv.
So, mein Freund, hast du hier einen Geheimgang versteckt? Glaube ich nicht, so wie der Raum aufgebaut ist. Wohin soll der gehen? Dann ziehe ich mir das wieder an. Und dann gehen wir jetzt mal rechts lang. Ich glaube, die Art von Waffe ist besser, effizienter. Ja, macht, glaube ich, so betrachtet noch mehr Schaden. Vor allen Dingen können wir auch so die kleinen Spinnen besser erwischen, wenn ein Eier aufplatzt. Oh, der Strahl geht aber so weit, dass ich hier die Kiste kaputt gemacht habe, oder? Der geht immer weiter. Der wird nicht beschränkt. Das ist ein Nachteil. Weil somit zerstören wir uns Kisten, die wir nicht sehen. So wie die Truhe hier unten, die noch auf der Karte angezeigt wird, aber hier nicht mehr vorhanden ist. Ärgerlich. Hier wohl weniger. Vielleicht aber hier oben links. Glaube ich aber auch irgendwie nicht. Nee. So, wie viel haben wir? Oh Mann, das ist echt ein Riesenlevel, Leute. Halt ein bisschen kontrollierter schießen mit der Waffe, um die Sachen hier nicht zu zerstören. Ist aber aufgrund des Strahls gut machbar. Beschriebene Haut, na toll. Die schauen wir uns genauer an. Tätowierte Haut. Die Tätowierung ist sehr komplex. Ein paar Widderhörner, die sich im Baumzweig hineinwinden, die zahlreiche Früchte tragen. Um die Hörner herum gibt es viele Bäche oder kleine Ströme. Neben jedem Strom kniet eine Figur, die Wasser in den Strom zu gießen scheint. Ja, da sind wir wieder dem Wahnsinn nahe. Hier muss doch ein Geheimgang sein. Hier muss ein Geheimgang sein. Gib mir einen Geheimgang. Keine Geheimgänge, Leute. Das ist doch nicht wahr.
sind die alle im letzten Raum? Ich meine, der ist groß. Es kann natürlich sein, dass von da mehrere abgehen. Ja, so Leute, ich werde hier mal speichern und das Video dann an der Stelle beenden. Mal schauen, was ich hier noch reinpacke. Ich packe die Waffe auf jeden Fall weg. Das Dynamit packe ich weg, damit kann ich gerade nichts anfangen. Wir haben 6 dieser Muschelschalen. Ich glaube, ich werde mir eine nehmen, um mich gleich von meinen Flüchen befreien zu können. Ich werde auch meinen Ankh wieder auffüllen. Aber das Auge des Astartos haben wir tatsächlich nicht, dass wir die Geheimgänge hier finden können, um die Karte zu offenbaren. Naja, wir haben jetzt den Scan abgeschlossen. Sie fühlen sich jetzt sicherer. Wir haben gespeichert. Es gibt hier im Dschungel noch 30% der Karte zu erkunden, 4 Geheimräume noch zu entdecken und 14% der Minigeschichten. Das ist vielleicht eine oder zwei Minigeschichten, die uns hier noch fehlen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir schon den Eingang in den Tempel gefunden, in den zweiten Teil dieses Kapitels. Und ja, hoffen wir mal, dass dieser nicht noch an Schwierigkeit zunimmt. Aber ich glaube irgendwie, dass der zweite Teil es in sich hat. Weil gerade die Tempelbereiche hier im Dschungel sind doch echt hart. Ja, okay. Wir werden auch hier definitiv nochmal einen Wahnsinn sterben, weil wir keine Schokolade mehr haben und irgendwie hier kaum eine Minigeschichte dazu führt, dass unsere geistige Gesundheit wieder aufsteigt. Aber dann ist es so, dann sind wir wenigstens wieder mental voll dabei. Wir haben ja 3 Angst dabei, dann werden wir wiederbelebt. Okay, gut, die Dschungel-Expedition führen wir dann im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu Lovecrafts Untold Stories wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.